Tom Cruise in Edge of Tomorrow 2, Neues zu Shrek 5 und tatkräftige Unterstützung für Nicolas Cage in der Spider-Man-Noir-Serie. Das und vieles mehr jetzt in den Kinocheck-News. Amazons Spider-Man-Noir-Serie macht weiter Fortschritte. Jetzt wurde eine Reihe neuer Darsteller für das Projekt bestätigt. Zum einen wäre das The Banshees of Inisherin-Darsteller Brandon Gleeson, der laut Variety die Rolle des Bösewichts in Spider-Man-Noir übernehmen soll. Zum anderen stößt auch Lamorne Norris zum Cast, bekannt für New Girl und Fargo. Norris soll ersten Informationen zufolge den Journalisten Robbie Robertson verkörpern, der Spider-Man-Fans bereits ein Begriff sein sollte. Dieser dürfte dann auf einen abgehalfterten Cop, verkörpert von Nicolas Cage, stoßen, der im New York der 1930er Jahre für Recht und Ordnung sorgt. Spider-Man Noir ist eine alternative Version von Spider-Man und war bereits in Sony's Spider-Man A New Universe zu sehen. Allerdings wird es sich in der Serie um eine andere Version der Figur handeln. Die Dreharbeiten sollen noch in diesem September beginnen. Veröffentlicht werden könnte die mit Spannung erwartete Serie dann im nächsten Jahr via Amazon Prime Video. Schlechte Neuigkeiten für alle DC-Fans. Warner Brothers beendet die Arbeiten an der Arkham Asylum-Serie von Matt Reeves. Dies gab Variety bekannt. Sonderlich überraschend ist das allerdings nicht, immerhin hatte die Serie in den vergangenen Jahren mit erheblichen Problemen zu kämpfen. Arkham Asylum war ursprünglich unter dem Titel Gotham Central als Erweiterung des The Batman-Universums geplant und sollte sich mit den internen Abläufen des Gotham Police Department befassen. Terrence Winter war zunächst als Autor und ausführender Produzent vorgesehen, verließ das Projekt jedoch im November 2020 aufgrund kreativer Differenzen. Anschließend wurde Joe Barton als Autor engagiert, doch auch er wurde letztlich von Warner Brothers entlassen. Im Oktober 2022 äußerte sich dann Regisseur Matt Reeves zum Stand der Serie und ließ verlauten, dass Gotham PD, so der damalige Titel, nicht mehr zustande käme. Stattdessen wolle man sich jetzt auf eine Geschichte rund um das berüchtigte Gefängnis Arkham Asylum konzentrieren. Als Showrunner wurde Antonio Campos engagiert, bekannt für die Punisher-Serie von Netflix. Aber auch er hielt sich nicht lang, denn kurz darauf übernahmen James Gunn und Peter Safran die Leitung von DC und strukturierten erstmal kräftig um. Gunn erklärte in einem Social-Media-Post im Dezember 2023, dass die Show zwar noch in Entwicklung sei, allerdings in einem anderen Universum und somit nicht in derselben Welt wie The Batman spielen soll. Es ist aber weiterhin möglich, dass in Zukunft ein neues Projekt entwickelt werde, das in der berüchtigten Irrenanstalt von Gotham City spielt. Bis dahin dürften Gotham-Fans aber trotzdem auf ihre Kosten kommen. Immerhin erwarten uns ja noch die Pinguin-Serie mit Colin Farrell und The Batman 2, der am 1. Oktober 2026 in den Kinos erscheinen soll. Endlich das Startdatum für den fünften Teil der beliebten Shrek-Reihe steht fest. Wie Variety berichtet, werden der sympathische Ogre und seine Freunde am 1. Juli 2026 auf die große Leinwand zurückkehren. Zudem gab DreamWorks Animation in einem kurzen Teaser bekannt, dass der altbekannte Cast um Mike Myers als Shrek, Eddie Murphy als treuer Begleiter Esel und Cameron Diaz als Prinzessin Fiona zurückkehren wird. Ob auch Antonio Banderas und somit der gestiefelte Kater in dem fünften Film zu sehen sein werden, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Regie für Shrek 5 übernimmt Walt Dorn, der bereits als Autor an Shrek 2 und Shrek der Dritte mitwirkte und darüber hinaus dem Rumpelstilzchen in Für immer Shrek seine Stimme lieh. Neuigkeiten zum angeblich geplanten Esel-Spin-Off, das vor wenigen Wochen von Eddie Murphy in einem Interview mit Collider angekündigt wurde, gibt es bisher noch nicht. Dieses dürfte aber ohnehin noch eine ganze Weile auf sich warten lassen. Gute Neuigkeiten für alle Fans des Science-Fiction-Krachers Edge of Tomorrow. Pünktlich zum 10-jährigen Jubiläum des Zeitschleifen-Blockbusters macht Regisseur Doug Liman weiter Hoffnung, dass ein zweiter Teil doch noch zustande kommen könnte. Im Gespräch mit Empire vor der Veröffentlichung seines neuesten Films The Instigators bestätigte Liman, dass die Fortsetzung von Edge of Tomorrow noch nicht vom Tisch ist. Nein, wir reden immer wieder darüber, sagte er. Das Wir bezieht sich dabei auf Tom Cruise, der in Teil 1 eine der Hauptrollen übernahm. Tatsächlich hätten sich Liman und Cruise den ersten Film kürzlich gemeinsam angeschaut und wären zu dem Schluss gekommen, dass sie ihn immer noch lieben würden. Es bleibt also spannend, ob und wann das Duo eine Gelegenheit findet, die Fortsetzung endlich zu realisieren. Ein erstes Skript scheint es laut Darstellerin Emily Blunt auch schon zu geben. Edge of Tomorrow wurde von Kritikern und Fans zwar gefeiert, ein sonderlich großer Hit war er allerdings nicht. Bei einem Budget von 178 Millionen Dollar spielte er gerade mal 370 Millionen Dollar an den Kinokassen ein. Dies könnte ein Grund gewesen sein, warum die Fortsetzung in den darauffolgenden Jahren erstmal im Sande verlief.
Neues aus der Modewelt. 18 Jahre ist es mittlerweile her, dass wir mit Der Teufel trägt Prada einen waschechten Kulthit präsentiert bekamen. Nun befindet sich eine Fortsetzung in Planung und es gibt bereits erste Details zur Handlung. Wie Variety berichtet, soll es in Der Teufel trägt Prada 2 erneut um die von Meryl Streep verkörperte Miranda Priestly gehen, die sich mit ihrem nahenden Karriereende auseinandersetzen muss. Diese Entwicklung zwingt sie, sich ihrer ehemaligen Assistentin Emily zu stellen, die inzwischen eine leitende Position bei einem Luxuskonzern innehat. Es ist also davon auszugehen, dass der Cast um Meryl Streep, Anne Hathaway und Emily Blunt erneut zu sehen sein wird. Alles andere würde im Kontext einer klassischen Fortsetzung wenig Sinn ergeben. Autorin Aline Brush McKenna, die schon die Vorlage für Teil 1 verfasste, soll sich ersten Informationen zufolge wieder für das Drehbuch verantwortlich zeigen. Auf dem Regiestuhl könnte erneut David Frankel Platz nehmen, bestätigt ist das allerdings noch nicht. Ein mögliches Startdatum steht bisher noch aus. Ein Ende steht bevor. Mit The Conjuring 4 findet die überaus erfolgreiche Horrorreihe von James Wan ihren großen Abschluss. Nun wurde das Startdatum bekannt gegeben. Laut Variety soll es am 5. September 2025 soweit sein. The Conjuring 4 Last Rites startet im Kino. Inszeniert wird das große Finale allerdings nicht, wie von vielen erhofft, von James Wan, sondern von Michael Chaves. Der war bereits für The Conjuring 3 im Bann des Teufels sowie The Nun 2 und Joronas Fluch tätig. Das Drehbuch stammt von David Leslie Johnson McGoldrick, der bereits für Teil 2 und Teil 3 der Reihe zuständig war. Die Dreharbeiten sollen ersten Informationen zufolge noch in diesem Sommer beginnen. Obwohl es das vorerst letzte Wiedersehen mit Ed und Lorraine Warren ist, die in Teil 4 natürlich erneut von Patrick Wilson und Vera Farmiga verkörpert werden, gibt es keinen Grund zur Trauer. Chaves kündigte bereits an, dass man noch genügend Stoff für eine weitere Geschichte mit dem Dämon Valak aus The Nun hätte. Zudem wurde auch eine The Conjuring-Serie unter der Leitung von James Wan angekündigt, die nach den Geschehnissen der Filme spielen soll. Mit für eine Handvoll Dollar inszenierte Sergio Leone im Jahr 1964 einen der wohl beliebtesten und bedeutendsten Western der Filmgeschichte. 60 Jahre später soll der Klassiker nun in Form eines Remakes wiederbelebt werden. Hinter der Neuauflage von Für eine Handvoll Dollar stehen laut Deadline Gianni Nunari und Simon Horseman, bekannt für The Departed und Sieben, sowie der italienische Produktionsveteran Enzo Sisti. Details zu einem möglichen Cast oder dem Posten der Regie gibt es bisher noch nicht, da sich das Projekt in einer sehr frühen Phase der Entwicklung befindet. Fest steht aber, dass die Neuauflage in gewaltige Fußstapfen tritt. Für eine Handvoll Dollar, der bereits ein US-Remake von Akira Kurosawas Yojimbo war, erzählt die Geschichte eines namenlosen Revolverhelden, der in einer Stadt zwei verfeindete Familien gegeneinander ausspielt. Der Film markiert nicht nur den Beginn des sogenannten Spaghetti-Westerns, sondern zog mit für ein paar Dollar mehr und zwei glorreiche Halunken zwei Fortsetzungen mit sich, die ebenfalls Kultstatus erreichten. Hauptdarsteller Clint Eastwood feierte mit der Dollar-Trilogie seinen Durchbruch als Filmschauspieler. Wir sind gespannt, wie eine moderne Version des berühmten Italo-Westerns aussehen soll und natürlich, wer die Hauptrolle übernehmen wird. Wird man einen eher unbekannten Darsteller verpflichten oder doch einen etablierten Star? Wen könntet ihr euch als Nachfolger von Clint Eastwood vorstellen? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren. Wir hoffen, ihr konntet euch über die eine oder andere News freuen. Wer noch mehr Vorfreude genießen will, dem empfehlen wir an dieser Stelle unsere neueste Vorschau zu Sonic the Hedgehog 3. Sagt uns aber vorher noch eure Meinung zu den Neuigkeiten und was ihr sonst noch so gehört habt. Den Daumen nach oben nicht vergessen und bis zum nächsten Mal, euer Team von KinoCheck.